So, Tool Time. Paketdienst war da. Es gibt was Neues. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Also mal gucken, was uns hier erwartet. Ja, Verpackungsmaterial. Man schickt uns Verpackungsmaterial. Nein, Quatsch. Oh, okay. Zack. Was ist hier noch drin? Ein Katalog. Und, okay. Adapter. Und mehr Verpackungsmaterial. Gut. Das mal weg. So. Eine Triton-Oberfräse. Und zwar ist das die TRA01. 2400 Watt. Und damit können wir Oberfräsen. Haben wir noch nie gemacht. Machen wir heute zusammen das erste Mal. Mal gucken, wie dumm ich mich anstelle. Okay. Was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal eine Kurbel. Was haben wir hier noch? Ah, sowas wie ein Parallelanschlag. Ein Schraubenschlüssel, wahrscheinlich zum Fräser einsetzen. Ein... zwei, wie auch immer geartete, richtig? Ja, das sind wahrscheinlich die Fräseraufnahmen, denke ich mal. Keine Ahnung. Ups, hier geblieben. Werden wir sehen. So, was haben wir hier noch? Ein Powerkabel. Das noch? Noch eine Platte. Bedienungsanleitung. Die habe ich extra bestellt hier, diese kleinen Dinger. Das sind Spannzange für Fräser Viertelzoll und Spannzange für Fräser 8 mm. So, dann kommen wir raus da. Ja, sackschwer das Gerät. Ja, haben wir alles? Gut. Der ist leer. Kann er auch weg. So. Was ist das? Kunstvoll geknotet hier. Weg. Powerkabel. Auch weg. So, okay. Da kommt jetzt wahrscheinlich hier so eine Spannzange drauf. Hätte ich die vielleicht gar nicht kaufen müssen, sind die vielleicht dabei? Oder sind das einfach nur zwei dieselben? Ah, der eine scheint ein bisschen kleiner zu sein. Wahrscheinlich gibt es die gleich mit dabei, hätte ich die gleich kaufen müssen. Okay. So, nun fräst das aber noch nicht. Ohne Fräser. Haha. Haben wir aber auch. Ah, sehr nicht doof, ne? Also nicht ganz doof. Das guckt da so ein bisschen unten raus. Kann man bestimmt so hoch machen. Ja, schon besser. Also musste ich auch wieder kaufen, ne? Nicht, dass ihr denkt, das schenkt mir hier einer oder stellt mir für Unboxing Produkttests zur Verfügung. Nee, so weit sind wir noch nicht. Ihr könnt mir aber gerne was schicken, was ich mir angucken soll. Hilft keinem, weil ich habe keine Ahnung. So, schaut mal, hübsch, ne? ENT. European Norm Tools soll es heißen, steht da drauf. In Wurzelholz. Holzkassette mit Wurzelholzdekor. Na, no. Das Auge bastelt ja mit, ne? So, hier haben wir
Fräser! 8 mm, die hoffentlich in irgendeine meiner neuen Spannzangen passen. Und da haben wir jetzt Abbundfräser, Abrundfräser, Nutfräser in jeder Variante, 45 Grad, Anschrägfräser, falls sie so heißen. Ja, damit werden wir was fräsern. Fräsern? Fräsen. Probieren wir das mal aus hier, das Gerät. Kurzer Blick in die Anleitung. Hilft, dass wir uns nicht den Finger abfräsen, ne? So, gut. Auf. Alles. Weg. Wurzelholz. Schick. So. Anleitung. Dual Mode Precision Plunge Router. Also very English today. So, ja, machen Sie das, machen Sie das, machen Sie das. Das kommt daran, das kommt daran. Was ist das? Mhm. So, alles hübsch bebildert. Muss man nicht lesen. Muss man nicht lesen. Switching on off wird wahrscheinlich am On-Off-Schalter sein. So, kurze Unterbrechung unseres tollen Unboxing-Videos. Susi ist da, hat uns gerettet, hat eine neue Speicherkarte mitgebracht, weil die alte war voll. So ist es manchmal. Ich habe schon ein bisschen in der Zeit weiter probiert, rausgefunden, wie man da den Fräser reinbaut, wie man diesen wunderbaren Parallelanschlag und Kreisanschlag anbaut. Ja, man musste hier so noch so eine kleine Schraube lösen, also die Dinger hier erst abschrauben, weil diese schwarzen Dinger, die da oben die Führung an diesem Blech vornehmen, die waren ein bisschen fest. Und deswegen ging der Parallelanschlag nicht auf diese Grundplatte drauf. Also muss ich das abschrauben, die Schraube ein bisschen lösen und dann nochmal neu. Und dann, jetzt geht's auch. So, jetzt haben wir einen Parallelanschlag, wir haben einen Fräser. Wir haben zwar noch nicht verstanden, wie wir die Tiefe da einstellen. Also hier gibt's auf der Seite hier, da gibt es so einen Revolveranschlag und hier hat so einen Druckknopf, da kann man das Ding feststellen oder frei eintauchen und dann wahrscheinlich bis zu diesem Revolverding da. Oh. Damit kann man offenbar die Höhe festlegen. So, aha, jetzt stoppt das hier auf diesem Ding. So, soweit, so gut. Also hier haben wir so eine wunderbare Kurbel, die brauchen wir in einem späteren Projekt, weswegen wir diese Fräse gekauft haben. Das kommt dann später. Hier sind unsere beiden Spannfutter. Hier sind zwei Spannfutter für gigantisch große Fräser, die es wahrscheinlich nur in den Staaten gibt. Die ganze Anleitung besteht aus diesen paar Bildern. Alles andere sind Sicherheitshinweise. Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Fräserwechsel, damit Sie sich nicht die Finger wegfräsern. Fräsen. Fräsern. Ja. Ich glaube, ich bin soweit durch mit der Anleitung. Ich habe alle Bilder angeguckt. Und dann wollen wir mal was fräsen. Ich nehme mal ein längeres Brett. Das kann man dann wenigstens festzwingen hier. Wenn meine Zwinge lang genug ist. So. Ist das schon mal da fest? Sehr gut. Jetzt können wir das da anlegen. Und dann gib ihm. Müssten wir hier einlegen?
So, ich habe das mal Pi mal Auge jetzt eingestellt. Das sind exakt 3 mm, nicht? Aber egal, wir fräsen jetzt mal los und gucken, was dabei rauskommt. Ja, Strom. Strom ist schon mal da. So. Hier leuchtet jetzt der Power-Knopf. Inzwischen habe ich auch raus, wie man den Schieber hier wegträgt und das Ding anmachen kann. Oh! Funktionieren tut er schon mal. Seht ihr was? Dreht nach. Okay, das ist der Drehzahlregler. So, wir haben ein bisschen Sägespäne erzeugt. Das ist schon mal gut. Was liegt denn hier rum? Papier, Krepppapier. So, eine wunderschöne Nut. Ein Traum. Bisschen rund am Ende, aber egal. So. Messen wir mal. Und wir messen 2 mm. Das heißt, der hier muss noch 1 mm tiefer. Das ist natürlich ein bisschen schwierig abzulesen hier, das Ganze fest. Das muss noch besser gehen. So. Zweiter Versuch. Ja, ich würde sagen, wir messen erneut und wir messen 3 mm. Traum.